Servus, schönen Nachmittag. In guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod sie scheidet, heißt es so schön. Doch was, wenn eine Trennung allen logisch erscheint, weil der eigene Partner dasselbe Geschlecht liebt? Plötzlich schwul, wenn Ehemänner ihre Sexualität verheimlichen. Darüber reden wir in der Stunde, unter anderem auch mit meinem ersten Gast, Anni, die ganz genau weiß, wie ein Mann gepolt ist. Hier ist die Anni. Also, als wir uns das Thema überlegt haben, haben wir nicht einfach so irgendwas gesagt, sondern da gibt es schon die Geschichten. Da gibt es eine Geschichte. Nicht nur bei dir, in deinem Umfeld, sondern viele, viele Geschichten, dass ein Ehemann plötzlich schwul wird. Du sagst, Anni, mir kann das nicht passieren. Ich sehe, wie ein Mann gepolt ist. Woran siehst du das? Woran merkt man das? Muss ich kurz erklären, ich bin nicht behütet aufgewachsen. In meiner Kindheit und Jugend hatte ich schon sehr früh die Möglichkeit, alles Mögliche zu erfahren. Ich war jetzt dann 64 Jahre alt, das war damals nicht so üblich. Gell? Und ich war meine eigene Randgruppe. Kann man mich, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und dadurch habe ich mich zu Randgruppen hingezogen gefühlt, wenn ich jetzt das als Randgruppe bezeichnen darf. Das waren Schwule, das waren Transsexuelle, das waren Sandler. Und meine Kinder sind also aufgewachsen, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Im Laufe meines Lebens, das hat sich nie geändert. Ich fühle mich nach wie vor zu den Menschen in der Minderheit, bitte Gänsefüßchen, hingezogen, weil diese Menschen haben Herz, wie es die sogenannten Normalen für mich nicht gehabt haben in Krisenzeiten. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt mit Martin. Wir waren Seelsorger, wir waren gemeinsam Seelsorger. Wenn es mir schlecht gegangen ist, und das ist es öfter in meinem Leben, habe ich den anrufen können, Martin, mir geht's nicht gut, um 11 in der Nacht, ich bin schon im Pyjama, aber warte, ich komme noch. Er hat mit mir die Blumen umtopft, er hat mir putzen geholfen. Damals, ja, es war Umbruchzeit. Für ihn und auch für mich. Es hat mich verletzt im Dorf, in dem kleinen Dorf, wo wir wohnen, dass man geglaubt hat, er ist mein neuer Lover. Ich verführe diesen jungen Mann. Ich meine, mir hat man gern was ans Zeug geflickt, weil ich lebe schon nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Irgendwann bleibt ja nichts mehr anders übrig. Du sagst dann gerade nur ja. Aber im Dorf war das gar nicht so angenehm. Ich war dann froh, wie er sein Coming-out gehabt hat, sodass ich ein bisschen rehabilitiert bin. Weil das ist dann nicht mehr angenehm. Ja, und viele andere Geschichten, gell? Das, was das Thema, Paragraph 175, wenn ich mit als 17-Jährige gehört habe, die schwulen Brüder, das hat in mir was gemacht. Ich dachte, wer gibt euch das Recht, Menschen als Brüder oder überhaupt zu diskriminieren? Unabhängig davon, woran erkennt man das? Andersrum gesagt, eine Frau verliebt sich in einen Mann, sie heiraten, sie kriegen Kinder und auf einmal outet er sich als schwul. Oder fühlt sich im falschen Körper? Oder also wie würde man das erkennen können vor der Ehe? Ich komme ja jetzt aus Tirol, das heilige Land Tirol. Sagt man gemeinhin. Land der Doppelmoral, das traue ich mir jetzt auch ruhig sagen. Da bleibt man verheiratet, obwohl man schon lange einen Freund hat, also auch als Mann. Da sind die Männer etwas anders. Die möchte ich jetzt nicht nachmachen, weil sonst habe ich dann gar keine Freunde mehr. Aber ich habe 4, 5 schwule Freunde. Und die haben diese Sensibilität, mit denen kann ich in die ganze Nacht diskutieren, philosophieren. Die sehen mich als Mensch, nicht als, ja. Die haben einen Zugang zu Welten, die ein normaler, seit es mir jetzt nicht böse Mann nicht hat. Weil der erzählt halt vom Autorennen, von den neuen Felgen. Und wenn ich den von meinen Emotionen erzähle, der geht ja sofort. Der reißt ab. Also die Wahl der Gesprächsthemen kann hindeuten auf möglicherweise homosexuell. Das Interesse, wenn ich beginne zu erzählen, nicht hindeuten,
jetzt sind alle Männer gepflegt. Jetzt tun sich auch die anderen Männer rasieren sich oder machen auch, färben sich die Haare. Früher war das ja nur einer bestimmten Klientel, so fällt mir jetzt nichts anderes ein, bestimmt. Oder das ist das ein empathisch, die fühlen mit dir mit. Das ist anders. Oder hast du einfach eine gewisse Sensibilität entwickelt und hast so ein Bauchgefühl? Also unabhängig von dem, was die jetzt, worüber sie reden, wie sie sich benehmen, wie sie sich geben, wie sie ziehen. Ich fühle mich auch hingezogen zu ihnen. Ich meine, es gibt wirklich wahnsinnig viel und ich kenne genug tolle, gepflegte Männer, die auch sehr gerne über weiblichere Themen reden und weit weg davon sind, schwul zu sein. Oder sind oft einmal bisexuell und gestehen sich es nicht ein. Aha, also irgendein Touch, irgendwas ist dabei. Wenn sie so ein bisschen... Nein, nicht, dass man jetzt das Publikum missversteht. Ich meine so den Andreas Hofer-Typ, weißt du, ein richtig Mann, der jetzt ist Zeit, und den anderen. So, wir haben in Tirol zwei so Typen. Den sehr feinfühligen, dem dann gleich einmal das Schwulsein unterstellt wird. Das, die Vorurteile, es geht um die Vorurteile, glaube ich. Aber glaubst du, dass man wirklich innerhalb einer Ehe plötzlich schwul werden kann? Ja, wenn ein Schlüsselerlebnis passiert. Also wenn der Mann das nicht weiß, wenn der die Möglichkeit nicht hatte und irgendwie sind sie auf, ich sage jetzt einmal, Weihnachtsfeier und es passiert, vielleicht durch zu viel Alkohol ehesten. Und es passiert. Ich stand vor der Entscheidung einer Scheidung vor 20 Jahren. Und ob er mir jetzt sagt, er ist schwul oder er hat eine Freundin, ist für mich im Grunde immer dieselbe Info. Weil ich weiß, ab dem Zeitpunkt wird mein Leben anders. Ich muss neu abzweigen. Nee, aber es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du mit einer Frau konkurrieren musst oder mit einem Mann. Nein, weil ich meine, das, was der Mann weg hat... Weg ist weg, die Familie ist zerbrochen. Weg ist weg. Nein. Also zusammenbleiben und so sagen, du pass auf, bleiben wir ein Paar, aber du holst dir halt den Sex außerhalb mit einem Mann? Ja, offen aussprechen. Und ich hole mir das, das kann man, diese Möglichkeit, die offene Beziehung. Ja. Weil da hätte man, wäre man vielleicht nicht gar so eifersüchtig, weil das ja ganz was anderes ist. Dann bleibt nicht? Die Kirche im Dorf und das Haus braucht man nicht verkaufen und die Kinder merken nichts oder merken es doch, egal. Vielleicht machen das wahnsinnig viele Paare und man weiß es gar nicht. Machen viele Paare und die können das ja machen. Und kennst du welche, die das machen bei euch? Oder glaubst du, bei vielen verheirateten Männern, da könnte mehr dahinter sein? Da möchte ich mich jetzt gar nicht äußern. Du musst dich nicht äußern. Das war schon Antwort genug. Ja, die gehen mit Partnerinnen natürlich auf Feste und auch im Öffentlichen sind natürlich auch Personen, die ein bisschen bekannter sind. Bei uns im Zillertal und man weiß, dass sie, das war immer schon so. Also man weiß, die haben einen Geliebten. Ach, das weiß man, ja. Können sie ja machen. Aber was mich so aufgeregt hat, diese Lebenslüge. Weil das kann ich mal eine Zeit lang machen, aber wie kann ich das ein Leben lang machen? Okay. Die betrüge dann mich, meine Partnerin, die Kinder. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich gut, so wie im Fall von Martin, doch irgendwann einmal die Wahrheit zu sagen oder dazu zu stehen, wie man fühlt. Weil als der Martin geheiratet hat, war er definitiv noch nicht schwul, sagt er. Hier ist der Martin. Servus. Hallo. Servus, Barbara. Hallo. Hattest du immer Beziehungen zu Mädchen oder auch mal zu Jungs? Eigentlich früher in der Pubertät habe ich auch zu Jungs Beziehungen oder ausgelebt ein bisschen. Und dann, wo ich eigentlich verheiratet, habe eine Frau kennengelernt und wollte auch ein Kind. Also warst du eher bi? Ich war bisexuell, ja. Und dann hast du die Frau kennengelernt, hast dich verliebt? Verliebt. Und dann hat sie einen Sohn abgegeben. Und dann hast du bemerkt, irgendwie innerhalb der Beziehung, mir fehlt etwas. Irgendwie ist ja, nicht alles halt, stimmig. Genau, das stimmt. Ja, genau. Und was ist dann passiert? Ja, und dann bin ich meistens in Innsbruck oder wo ausgegangen, in die Diskothek, wollte das einfach reinfühlen, wie das so ist eigentlich, wenn man schwul ist. Und habe eigentlich das ein bisschen vorgetestet und habe da schon ein paar Leute kennengelernt. Und war aber nicht auf Facebook oder so, weil ich habe immer gesagt, ich will auf die Straße raus und ich will den Herzensmann finden. Und da warst du noch verheiratet? Nein, das war, da war ich nicht verheiratet. Nicht mehr? Nicht mehr. Aber war dein Outing noch während du verheiratet warst? Das Outing war nach der Scheidung eigentlich.
Und hast du es deiner Frau gesagt, warum du die Scheidung möchtest? Die Scheidung hat sie eingeklagt. Weil du gesagt hast, ich liebe eigentlich Männer, oder? Nein, eigentlich nicht. Das war eigentlich Depressionen. Ich war schwer krank. Warst du da schon neben ihm, Anne? Ja, wir kennen uns 10 Jahre, der Martin, wo noch diese Ehe sehr krank war. Natürlich, aufgrund der Identitätskrise kann ich mir vorstellen. Und das andere war dann erst später. Okay. Also, 5 Jahre das später, das Outing. Dieses nicht die Sexualität leben zu können, quasi im Käfig zu sein in Wirklichkeit, in einem Herzens- und emotionalen Käfig, hat dazu geführt, dass du Depressionen bekommen hast. Ja, genau. Ist das in Wirklichkeit traurig, dass du nicht früher dazu stehen konntest? Wohl eigentlich schon. Es war schon, ich habe als Kinder auch mit Puppen gespielt und eigentlich habe ich das irgendwie verdrängt gehabt eigentlich. Und ich habe mir dabei nicht viel gedacht und dann ist es einfach so gekommen eigentlich. Aber ich kann daraus lesen, wenn du schon mit Puppen gespielt hast, dass du halt ein Kind wolltest. Es gibt, es gibt ja oft Männer, die sogar wissen, sie sind schwul, aber sie wollen halt ein Kind. Genau. Und dann passiert es halt, weil ich meine, es kann ja gelingen, auch mit einer Frau, ohne dass man da jetzt so viel empfindet. Und, aber bei dir war es halt ein bisschen mehr. Ihr habt ja geheiratet, das war ja so, wie es gehört in Wirklichkeit. Genau, stimmt, ne? Ja, Barbara. Und als du dann dich getrennt hast und dein Outing kam, dann war es auch mit den Depressionen dann besser? Also war das dann erledigt, mehr oder weniger? Ist eigentlich schon viel besser geworden eigentlich. Mhm. Ich habe für die Scheidung halt schon eigentlich Psychologen braucht zum Aufarbeiten, aber das war auch sehr gut. So stehe ich mitten im Leben wieder eigentlich gut da. Und glaubst du, dass viele Ehemänner in einer Lüge leben? Ja, ich habe viele kennengelernt. Es gibt schon Männer auch, die verheiratet sind und bisexuell. Die sagen das nicht. Die Frauen finde ich jetzt eher schade. Aber ich sage, das ist eher sein Leben. Und jeder soll vor der Haustür selben kehren. Der Sohn bei der Trennung, der ist ja bei dir geblieben, gell? Der ist bei mir geblieben, Wie ist er damit umgegangen, mit deiner Homosexualität? Ja, er versteht eigentlich meinen Freund sehr gut. Eigentlich, er hat schon gebraucht ein bisschen, weil er ist erst 15 Jahre. Mhm. Und er findet meinen Freund auch toll oder so. Und ja, er muss sich noch ein bisschen reinquetschen. Ich hole den Andi dazu. Bei dem war es nämlich so, der wollte halt unbedingt ein Kind und heiraten und so weiter. Aber diese Scheinpartnerschaft war dann doch nicht das Richtige. Und irgendwann ist es geplatzt quasi, diese Blase. Hier ist der Andi. Andi, plötzlich schwul, kann man das sein? Plötzlich schwul kann man nicht sein. Es steckt in dir drinnen und du kannst das nicht herausschwitzen. Beziehungsweise du kannst das eine Zeit lang hinaustragen oder verstecken, aber irgendwann kommt das Gefühl heraus, was sagt, ich will selbst Mensch sein, mit Herz und Seele. Ich habe mich mit 18 Jahren, kannst du sagen, geoutet. Da habe ich es nicht schön gehabt zu Hause. Also ich bin jetzt 45 Jahre, 18 Jahre war ich da und da war die Hölle auf Erden. Meine Mutter hat es ja halbwegs noch unterdrückt, aber bei meinen Vatern war ich nachher komplett unten durch. Also da ist dann aus gewesen, das Familienleben für mich. Und ja, ich habe es halt so, ich habe so dann, wie man eh nichts wäre, habe halt einfach so dahin vegetiert oder einfach so normal dahin gelebt, dass da keiner draufkommt. Ja, und ich bin eben auch auf Wien gefahren und gewisse Lokale gesucht, um Leute kennenzulernen. Und das habe ich eine Zeit lang verbergen können. Aber irgendwann hast du das Bedürfnis, wirklich einen Menschen an deiner Seite zu haben. Und da bin ich halt einfach einmal hergegangen und habe mir gedacht, weißt du was, jetzt nimmst du halt einmal deinen Freund mit, warum soll ich den nicht mehr verstecken? Habe ihn dann nach Hause mitgenommen. Und das war dann eh bombastig. Dann hat es geheißen, du kommst mal nie mehr wieder in das Haus herein. Was habe ich machen können? Das Pinkel nehmen und gehen einfach. Mhm. Bin nachher zu meinem Freund gezogen. Ja, dann ist es halt beruflich weitergegangen. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich will beruflich auch weiterkommen. Ich möchte halt eigentlich mein Leben, das was ich gehabt habe, für mich war Gastronomie immer alles. Und ich habe die Konzession alles nachgemacht und
bin mit Leib und Seele Wirt gewesen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gewusst, es ist wirklich ein schwieriger Start, wenn du schwul bist. Durch das bin ich noch auf die glorreiche Idee gekommen, nehmen wir uns heute halt einmal so eine Alibi-Freundin, eine Alibi-Frau an deiner Seite. Das hat 6 Jahre lang hingehauen, aber dann hat es mir wirklich gereicht und da habe ich mir gedacht, na, was, das tust du wieder Kasperltheater spielen, das bin nicht ich. Mhm. Und sie wusste, dass du schwul bist? Sie hat gewusst, dass ich vorher schwul gewesen bin und sie hat halt mit der Beziehung auch mitgespielt. Natürlich habe ich auch mit dieser Frau Sex gehabt, aber das war nicht die Erfüllung. Also das, ja, aber dann bist du nicht schwul, dann bist du bi, ne? Oder? Nein, ich bin nicht mehr bi, also ich bin jetzt der 100%. Das war nur unter den Decknamen, dass ich die Firma erfüllen. Aber entschuldige, da muss ich schon unterbrechen. Also, weil für viele Frauen, ja, die sich jetzt in einen schwulen Mann verlieben, die werden sich denken, na, der kennt das eh, wenn er wollte. Also, wenn er will, kann er, der will nicht. Ne? Nein, das haut sicherlich nicht hin, ich bin 100%ig schwul. Und nachher haben wir uns getrennt. Da habe ich nachher einen neuen Freund gehabt und mit dem habe ich nachher die Firma geführt, das Gasthaus. Also das war dann nicht leicht. Umsatzeinbußen gehabt von 40-50%. Als du dich geoutet hast? Als ich mich geoutet habe, also die halben Leute, die da gewesen sind, sind wirklich nicht mehr gekommen, weil sie gesagt haben, zu den Schwulen gehen wir nicht mehr. Mhm. Aber das haben wir nachher ersetzen können durch andere Gäste, die neugierig gewesen sind, eben die, was auch schwul sind, wir haben das mit der Zeit schon langsam wieder aufbauen können. Du hast erzählt, dass dich deine Eltern quasi verstoßen haben, also sie haben es nicht verstanden, auch den Vater nicht, aber er war nicht der Einzige im Ort und überhaupt im Umkreis, im Umfeld, in deinem Bekanntenkreis. Irene, du bist mittlerweile Andis beste Freundin, aber für dich persönlich war Homosexualität auch sehr, sehr lange ein Tabuthema. Warum? Wie bist du erzogen worden? Ich war 40 Jahre in der katholischen Kirche tätig. Da war natürlich Homosexualität ein Tabuthema und eine schwere Sünde. Mittlerweile hat sich die katholische Kirche ja schon ein bisschen offener gegenüber den Gleichgeschlechtlichen gezeigt und tritt ihnen schon mit mehr Toleranz und Achtung entgegen. Und dann habe ich vor circa 15 Jahren haben wir uns kennengelernt, der Andi, in der Gastronomie. Ich habe nebenberuflich stundenweise bei ihm im Service gearbeitet. Und das war für mich natürlich eine Katastrophe, wie er sich mir gegenüber geoutet hat, dass er eben schwul ist. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dann nach langen Gesprächen mit ihm und wirklich lange Gespräche, ausführliche Gespräche, dann einmal mitbekommen habe, dass auch die gleichgeschlechtlichen Paare Sehnsüchte, Ängste, Sorgen, also alles Dinge, die auch wir haben, dass die in den gleichgeschlechtlichen Paaren auch leben. Und durch diese Gespräche hat sich dann eigentlich eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Und ich glaube, der Andi ist dankbar darüber und ich auch. Und das verdient, glaube ich, mal einen Applaus. Das erste einmal, weil nämlich du theoretisch ja nicht auch später von Menschen umgeben warst, die das gut geheißen haben. Also innerhalb der Familie, dein Mann zum Beispiel, hat das nicht verstanden, dass du dich mit einem Schwulen gut verstehst. Der hat das sehr strikt abgelehnt. Hat er gesagt, warum? Ja, er wollte einfach die Gleichgeschlechtlichen nicht. Ich habe aber trotzdem gesagt, ich gebe die Freundschaft mit dem Andi nicht auf. Mhm. Wir haben natürlich oft Streit gehabt, aber ich bin trotzdem wieder zu ihm hingegangen und habe ihm wieder im Gasthaus geholfen und so. Und als dann der Andi einen Partner hatte, den du dann auch kennengelernt hast, hast du dich ja auch um etwas sehr Christliches eigentlich bemüht. Naja, Christliches. Ich würde dafür plädieren, dass man gleichgeschlechtliche Paare, die eine eingetragene Partnerschaft eingehen und die der Kirche nahestehen, würde ich sagen, dass man vielleicht eine Möglichkeit finden könnte, dass diese Paare auch so eine Art kirchlichen Segen bekommen. Also, aber ich denke, dass das ja doch noch sehr schwierig sein wird. Aber warum sollen diese Paare
jetzt nicht den kirchlichen Segen bekommen, wenn sie der Kirche nahestehen. Was bedeutet dir die Freundschaft, Andi? Alles. Mhm. Also wir sind Höhen und Tiefen durchgemacht. Ja. Alles. Ihr habt euch auf alle Fälle gefunden und ihr seid füreinander da, genauso wie Anni für den Martin und umgekehrt da ist. Und ihr seid beide in... Also interessante homosexuelle Männer, weil ihr doch auch mit Frauen zusammen wart. Weil jetzt kommt nämlich der Jürgen, der auch sagt, also plötzlich schwul zu sein, das gibt es nicht. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Hier ist der Jürgen. Ich würde ganz gerne was zum Andi sagen wollen. Bitte. Dein letzter Satz, glaube ich, war vorher, man soll so leben, wie man möchte. Ja. Dann möchte ich wirklich zustimmen, genau so ist es nämlich. Jeder soll sein Leben leben, wie er es gerne leben will. Es gibt nicht nur schwarz und nicht weiß, das Leben ist bunt, vielfältig und das soll man auch genauso leben. Gut. Martin, ja? Martin, bei dir wollte ich wissen, du hast gesagt Depressionen. Ja. Da ist es ja auch wirklich so, man muss auch sagen, dass in der, gerade in der homosexuellen Szene Depressionen ja jetzt nicht so selten sind. Viele leben ja versteckt, wie auch du das ja gemacht hast. Ja. Und wenn man überlegt, dass die Suizidrate bei Homosexuellen mittlerweile die Statistik am höchsten ist, vor allem bei Jugendlichen, ist der Martin jetzt hier kein Einzelfall. Also das ist wirklich, wirklich sehr schlimm. Mhm. Du sagst, plötzlich schwul kann ich sein. Also jetzt, wie soll ich sagen, viele Frauen werden sich jetzt vielleicht denken, oh Gott, ja, habe ich vielleicht einen schwulen Ehemann. Ja? Also, das glaube ich nicht, das merkt man dann schon. Aber ja, plötzlich schwul, das gibt es nicht. Das ist für mich gleichzusetzen wie, ich bin ein bisschen schwanger. Ja. Entweder ich bin's oder ich bin's nicht. Ja? Und wenn ich sage, ich bin schwul, dann bin ich schwul. Und was schwul ist dann bisexuell? Bin ich vom Kind auf, ja? Und was ist bisexuell? Ja, natürlich, da habe ich dann beide Vorleben, die in mir... wachsen oder wie auch immer da sind. Ja, aber, schwul, aber das wäre ja ein bisschen schwul und ein bisschen nicht, ne? Bi. Naja, ja, kann man schon irgendwie so auch sagen. Aber ich glaube, dieses plötzlich schwul, das gibt es nicht. Also man ist nicht plötzlich bi, sondern... Das bin ich von Geburt an. Ja. Das ist mir mitgegeben worden, das sind auch meine Gene. Und so ist es dann auch. Beide Herren hatten ein eher schwierigeres Outing. Also das war nicht so, dass sie mit 18 sagen, ich bin schwul, ja, lebst damit, sondern das war ein bisschen schwieriger. Was denn bei dir? Bei mir war es jetzt grundsätzlich nicht so schwer. Also ich habe gewusst, mit 17 schon, wo ich hintendiere und was ich mache, was ich will und was ich nicht möchte, das weiß ich noch immer und war immer so. Bei mir war es beruflich, dass ich mich erst spät geoutet habe. Okay, weil ich in einem Medienjob tätig bin und eben auch eine sogenannte Person des öffentlichen Lebens bin und meine Agentur oder auch mein Management mich dahingehend auch so gecoacht hat früher und ich war in einer gewissen Richtung eine Schiene, dann bleibt man auch in dieser Karriereschiene. Und dann überlegt man sich schon, outet man sich oder macht man es nicht? Man verliert seine Fanbase vielleicht oder wird auch angefeindet, was passieren kann. Und das war eben dann der ausschlaggebende Grund, dass ich mich erst spät geoutet habe. Wobei ich muss dann sagen muss, es war nicht zu meinem Schaden, im Gegenteil. Also meine Instagram-Follower sind um 30.000 gestiegen nach meinem Outing. Oh, no, ey, also von dem her war es dann eigentlich der richtige Weg und der richtige Schritt. Und kennst du in deinem Umfeld Männer, die verheiratet sind? Aber ich kenne meine Umfeld Männer, die verheiratet sind oder verheiratet waren. Teilweise auch noch versteckt leben. Teilweise auch glücklich geschieden sind. Und jetzt eben ihre Sexualität so ausleben können. Aber du kennst auch Männer, die nach wie vor verheiratet sind und, und ihre Neigungen vor der Frau verheimlichen. Definitiv. Und wo man auch dann weiß, seine Wien-Besuche sind keine Besuche, weil er gerne in Wien weggeht, sondern weil er sich mit irgendwelchen Burschen trifft. Also die fahren dann alleine nach Wien oder fahren alleine irgendwo. So. Ja. Und lebt dann seine Sexualität dann aus, die er ja irgendwie ausleben möchte. Und es werden immer mehr. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. So man, verheiratete Männer, man darf diese Szene auch nicht unterschätzen. Wahnsinn. Die Gay-Szene ist riesengroß und vor allem aus dem ländlichen Bereich wird es mehr. Ja, ja. Und natürlich pilgern die nach Wien, hier kann man sich ausleben. Man ist anonym, es gibt einschlägige Lokale in Wien, man kann sich austoben und ja. Und wie lebst du? Also hast du eine Beziehung? Also ich bin jetzt noch nie in meinem Leben Ehemann gewesen, habe auch keine Kinder, habe auch keine Beziehung, ich bin glücklicher Single. Ja. Wirklich glücklicher Single und bin ein massiver Lebemensch, sage ich mal so. Ich reise sehr viel, bin sehr viel unterwegs und lebe mein Leben. Okay, also nochmal zurückzukommen auf dieses plötzlich schwul, das gibt es nicht. Dann wird dich jetzt mein nächster Gast eines Besseren belehren.
Es geht jetzt zwar nicht um Schwule, aber es geht um Homosexualität. Als nämlich die Mama die Seite wechselte, da geriet die Welt der damals 11-jährigen Lena total aus den Fugen. Hier ist die Lena. Lena, das ist jetzt ein bisschen was über 13 Jahre her, glaube ich. Gell? Ja. Und da bist du irgendwie ziemlich geschockt worden, weil du was gefunden hast? Ich habe einen Liebesbrief gefunden, adressiert an meine Mutter, aber nicht von meinem Vater. Und der hat dann etwas überstürzt die Offenbarung der Scheidungspläne meiner Eltern ins Rollen gebracht. Also das heißt, eine komplett heile Welt in einer offenen, sehr toleranten, humanen Ehe ist quasi... What? Ja, es war auf jeden Fall ein großer Schock. Hinzu kam natürlich auch, dass meine Mutter uns von ihrer Homosexualität erzählt hat. Das war ja dann auch mit diesem Brief relativ klar. Und deswegen kam zu der Scheidung hinzu auch einfach eine große Umstellung und auch dementsprechend ein notwendiges Umdenken über familiäre Strukturen okay. in unserem sozialen Umfeld. Aber das ist ja auch eine, so eine kritische Zeit, nicht? 11 Jahre, das ist so vor Pubertät. Also da ist man eh so verunsichert. Wie bist du denn damit umgegangen? Oder wem konntest du dich anvertrauen? Oder wie hat es die Mama erklärt? Die Mama hat es eigentlich sehr, sie hat sich auf jeden Fall sehr bemüht und sie war sehr hartnäckig, uns das zu erklären, auch wenn wir das am Anfang auch nicht so verstehen wollten, wobei da auch sehr viel einfach generell Wut und sagen wir mal ein Schock über die generelle Trennung im Vordergrund stand. War allerdings in unserem Umfeld, sozialen Umfeld, wie auch familiären Umfeld, war das Thema Homosexualität eigentlich als ganz normal, als eine Gegebenheit. Also ihr hattet homosexuelle Freunde? Ja, es gab definitiv homosexuelle Freunde, Bekannte, die immer wieder zu Besuch kamen. Es war als etwas ganz Normales angesehen. Es war auch so, dass es im familiären Umfeld, eine sehr offene, tolerante, große Familie, das kein Problem war. Insofern gab es da viel Rückhalt. Und auch im sozialen Umfeld, auch so in den Jahren nach dieser Scheidung, wo man dann größere soziale Kreise zieht, ist mir das nicht sehr schwer gefallen, weil da war vor allem viel positiv besetzte Neugier. Aber woher hattest du, also die Enttäuschung, dass sich die Eltern trennen, klar, das haben alle Kinder, also alle Scheidungskinder. Aber hattest du dann auch Angst in der Schule, dass dann die Mama irgendwie, dass man dich auslachen würde oder weil das halt nicht so etwas Normales ist? Also da waren sicher Vorbehalte, war auch eine durchaus konservative Schule. Allerdings wurde mir ich musste meine Mutter ja nicht outen, da sie sich öffentlich geoutet hat. Deswegen war da sehr viel Klarheit im ganzen Umfeld. Es hat niemand, ich musste das niemandem von Grund auf erklären. Es ging primär darum, wie geht es mir damit und wie hat das bisher funktioniert. Und auch das Thema, das wir schon hatten, wann hat sie das entdeckt oder wusste sie das immer schon? Und? Das wird sie noch selbst erklären wahrscheinlich. Aber ich denke, wir hatten das auch schon. Ich bin auch der Meinung, dass die Sexualität jeder mit sich selbst ausmacht. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was sich im Leben durchaus verändern kann. Also man kann durchaus plötzlich lesbisch oder plötzlich schwul werden. So will ich das nicht ausdrücken. Ich glaube, es gibt, und da möchte ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich glaube, man hat seine Sexualität, die man vielleicht auch nicht weiter definieren muss, nicht in binäre Kategorien teilen muss. Und dabei dass man quasi lassen. Den Menschen liebt, nicht? Genau. Wie es so schön heißt, ja. Du hast, als dann deine Mama ihre Freundin nach Hause gebracht hat, hast du auch eine Zeit lang dich sehr schwer getan, gell? Sie zu akzeptieren. Ich denke, den ersten Partner, den ersten neuen Partner, die neue Partnerin der Eltern lehnt man vielleicht immer ein bisschen ab. Dann gab es noch eine Geschwisterrivalität in der Aufmerksamkeit von dieser Partnerin. Also da kamen verschiedene Faktoren dazu. Wir sind auch persönlich vielleicht nicht so gut klargekommen, dem sind nicht die idealen Ausgangsvoraussetzungen, aber das war durchaus nicht einfach. Und Regeln hast du dann auch aufgestellt, gell? Ich habe meine Mutter sehr bestimmt darauf hingewiesen, dass es mir nicht recht ist, das war allerdings am Anfang nach diesem Outing, dass sie sich vor meinen Freundinnen küssen. Wir hatten da einen sehr lange andauernden SMS-Krieg, eine Diskussion, in der meine Mutter, aber das muss ich wirklich ihr auch hoch anrechnen, sehr hartnäckig war und mich immer auch dazu gezwungen hat, mich damit auseinanderzusetzen. Und schlussendlich war es mir dann einfach egal.
Naja, du bist dann reingewachsen und du hast gesehen, dass es auch so funktioniert, nicht? Also das ist ja dann. Ja, natürlich war ich auch in einem Alter, wo man selbst über seine eigene Sexualität nachdenkt und wo einfach mit dem Thema sich mehr auseinandersetzen muss. Und von dem her war das für mich auch dann ein ganz normaler Gedankengang. Wie lange war denn diese Phase, wo du dich finden musstest, die neue Partnerin akzeptieren musstest, mit der Situation umzugehen lerntest? Diese Phase, also eigentlich war es im Verlauf dieser ersten Beziehung, war das für mich schon gegessen, das Thema, das war in Ordnung. Ich mochte die Partnerin halt nicht so gerne, aber an und für sich war das Thema Homosexualität dann für mich geklärt. Das war keine sehr lange Phase der Ablehnung, es war eine sehr intensive Zornphase, aber das hatte auch vor allem mit der Scheidung zu tun und schwierigen Zeitverhältnissen mit den Eltern und anderen Ängsten über generell, wie geht es weiter in der Familie, wie gehen gemeinsame Erlebnisse geteilt in Zukunft. Also das war keine sehr lang andauernde Phase. Ja, vielleicht auch so eine Trotzphase, oder? Also ja, sicher auch Trotz. Das kann jetzt nicht sein, meine Eltern lassen sich scheiden, das ist Familienbild vielleicht, dass es genau, also da wird so oder so was durcheinander geworfen und dann kam halt noch ein Faktor dazu, der es ein bisschen verkompliziert hat am Anfang, aber der einfach nicht sehr lange gewährt hat. Okay, du hast die Mama mitgenommen. Wir werden sie gleich kennenlernen. Servus. Plötzlich schwul, wenn Ehemänner ihre Sexualität verheimlichen. Das ist mein Thema heute Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie Zeit gefunden haben. Vielleicht hat das Thema Sie ja auch sehr interessiert. Möglicherweise haben Sie sich ja auch wiedergefunden. Es gibt ja eine angeblich hohe Dunkelziffer von Männern, auch Frauen möglicherweise, die ihre Sexualität nicht ausleben können. Wir sind schon sehr offen hierzulande, sehr offen, aber noch weit davon entfernt, super tolerant zu sein. Und wir haben nach wie vor sehr, sehr viele Tabus. Wir reden gerne über dieses Thema, über viele andere Themen auch. Ich freue mich auch sehr, wenn Sie einmal zu mir kommen möchten, nach Wien, auf den Königelberg. Dann bitte anrufen unter 01886-2747 und die Durchwahl 5776. Auf der Bühne sitzen wunderbare Gäste. Der Reihe nach haben wir da den Andi, der schwul ist, war, kurz aber mal eine Beziehung mit einer Frau hatte und dann aber wieder zurückgegangen ist zu den Wurzeln sozusagen, schwer hatte mit dem Outing, die Familie stand nicht hinter ihm. Anni ist leider nicht seine Familie, das ist aber eine sehr offene Tirolerin, die hinter dem Martin steht, ihrem besten Freund, der auch sehr spät, erst mit 40, ein Outing hatte und auch ein Kind hat, 15-jährigen Sohn und das auch wunderbar managt und checkt. Jürgen, der immer wusste, er ist schwul, aber auch spät ein Outing hatte aus beruflichen Gründen. Und wir haben die Lene auf der Bühne, die mit 11 Jahren feststellen musste, dass sich die Eltern A trennen und B, weil die Mama sich in eine Frau verliebt hat, also lesbisch quasi geworden ist oder immer war. So, und diese junge Dame will was sagen zum Andi oder zu Anni? Zur Anni und allgemein. Also ich kenne auch solche Paare und ich kann das, was die Anni gesagt hat, nur bestätigen. Sie sind wirklich intelligent und gebildet, gut aussehend und sehr gepflegt. Mir gegenüber als Frau sehr zuvorkommend und hilfsbereit. Zum Beispiel ein junges Paar hat mir geholfen, nach dem Tod meines Mannes meine Wohnung umzugestalten. Das hat mir also Möbel umzustellen und hat mir auch Tipps gegeben, farblich und so, wie ich das anders gestalten könnte, weil ich das wollte, einmal für meinen neuen Lebensabschnitt. Und ich finde es eigentlich für uns Frauen schade, dass uns Männer mit solchen Qualitäten in unserem sogenannten normalen Leben fehlen. Die gehen uns einfach ab. Ja. Unabhängig davon, aber zum Thema zurück. Also, du warst verheiratet, dein Mann ist verstorben. Ja. Jetzt stell dir vor, er hätte dir irgendwann eröffnet, er liebt Männer. Ich weiß nicht, also ich war nicht in der Situation, aber ich habe 2 erwachsene Söhne und wenn sie mich ärgern wollten, dann haben sie gesagt, stell dir vor, Mutter, wir sind schwul, was sagst du dazu? Und ich habe ganz cool reagiert und habe gesagt, naja, dann ist es so und dann haben sie gelacht. Ne? Ja. Und, na gut, das ist was anderes, aber wenn der eigene Mann das gesagt hätte, wie geht man da um als Frau? Und vor allem, wie viele Männer leben vielleicht eine Lüge? Ich war nicht in der Situation, aber nachdem wir beide eigentlich sehr selbstständige Menschen waren und einander auch viel Freiraum gegönnt haben,
meine Ehe war nie so, wo wir aufeinander gesessen sind. Wahrscheinlich hätte ich es akzeptiert, wenn es auch schwer gewesen wäre, weil er mir auch als Mensch einfach sehr verbunden war. Ich hole jetzt die liebe Lisa dazu, Lenas Mama, und wir fragen sie, wie das so war mit dem Outing, ob sie sich immer schon mehr zu Frauen hingezogen gefühlt hat und quasi auch in einer Lüge gelebt hat. Hier ist Lisa, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Super Tag. Lisa, plötzlich schwul? Ist mein Thema, gell? Wenn Ehemänner ihre Sexualität verheimlichen. Und wir haben festgestellt, naja, eigentlich so plötzlich schwul gibt es nicht, sagt der Jürgen. Also es gibt vielleicht Umwege, aber wie ist denn das bei dir gewesen? Ich habe schon relativ lange mich immer eher zu Frauen hingezogen gefühlt. Also ich war ja 16 Jahre in dieser Beziehung mit dem Vater meiner Kinder. Und sicherlich... Also ich habe irgendwann einmal zu meiner Mutter gesagt, kann ich mich erinnern, da war ich Ende 20, Anfang 30, zwischen euch beiden eigentlich, habe ich einmal gesagt, ja, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich wieder eine neue Beziehung hätte, wäre es sicher mit einer Frau. Also das war für mich schon immer ein Thema und ich habe auch immer sehr viele Frauen im Freundeskreis gehabt und von dem her war es für mich nicht überraschend und für meine Umgebung schon gar nicht. Das ist lustig, gell? Dass es oft die Umgebung früher weiß als man selber. Ja, die wissen es lange vorher. Ja. Also wie mein Outing dann war, meine Freundin gemeint, na Gott sei Dank, lange genug gewartet. Ja. Aber ich habe nicht in einer Lüge gelebt. Also ich habe auch mit dem Vater meiner Kinder eine sehr schöne, lange, auch sexuell sehr erfüllte Zeit gehabt. Und für mich, glaube ich, ist es nicht so sehr dieses eben so festlegen, wie auch meine Tochter schon gesagt hat, sondern es ist so, dass man doch letztlich immer von Menschen angezogen ist. Und es gibt ganz viele Attribute, die ich bei Frauen spannender finde. Zum Beispiel? Aber es gibt auch immer wieder Männer, auch jetzt noch Männer, die ich durchaus spannend finde und die ich mir durchaus auch im Bett vorstellen könnte. Also das ist nicht so. Aber was waren das für Attribute? Weil du gesagt hast, die ich einfach bei einer Frau spannender gefunden habe. Vielleicht hören auch viele Frauen, schauen viele Frauen zu. Ich denke gerade nach. Sie möchte jetzt verhindern, wieder in dieses Stereotype beschreiben von homosexuellen Personen jeglichen Geschlechtes reinzufallen. Stimmt, ja. Weil die ist immer ein bisschen ärgerlich. Ist immer schwierig, aber es gibt natürlich Frauen, die sehr selbstständig sind, sehr für sich gefestigt sind immer sehr anziehend. Und ich habe... wenn mir Männer gefallen, dann sind das auch Männer, die mit ihrer Männlichkeit klar sind. Das muss ich sagen. Also Menschen, die für sich klar sind, sind für mich anziehend. Also die wissen, wie sie zu sich stehen und die nicht an sich zweifeln. Ja, man muss aber aus diesem Klischee raus, jetzt dieses typisch schwule Klischee, dieses typisch lesbische Klischee, das es ja noch immer gibt, aber es gibt sehr, sehr männliche Schwule, sage ich mal. Es gibt natürlich auch eher, die sich weiblich geben. Ja. Es gibt auch bei den Lesbischen genauso, die sehr männlich wirken, die Frauen aber auch sehr weibliche dabei sind, die wunderschön auch sind. Ja. Und man muss aus diesem Klischee raus. Was ist, Anne? Jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten. Mir hat jetzt das so gut gefallen, die Aussage, Menschen, die mit sich klar sind. Das war das Wunschdenken. Wenn wir nur noch solche Menschen hätten, die mit sich in sich klar sind. Du musst mit dir selber im Reinen sein, dass du auch dieses Outing machen aber kannst. Das, allgemein, ob jetzt Mann, generell, Frau, heterosexuell, aber das will man merken. Menschen, die mit sich in sich klar sind. Dann lebst du auch gut. Das wäre ein Zauberwort, oder? Aber du glaubst nicht, dass das so viele sind, oder was? Ja, damit ich mit mir selber klarkomme, muss ich mir mal reflektieren. Ich muss einmal wissen, was will ich, wer bin ich, was sind meine Ziele. Ja, und du musst dich auch selber mögen. Du musst dich mit denen auseinander. Erst wenn man sich selber mögen und dann kann man auch offen sein für alles. Das setzt sich doch nicht mit der Selbstliebe auseinander. Aber glaubt ihr, dass unter einer dicken Eisschicht ganz viel brodelt? Also von wegen, dass da sehr viele eben nicht mit sich im Reinen sind und nur weil es die Gesellschaft erwartet, einfach härten, Kinder kriegen, Familie gründen. Natürlich. Und in Wirklichkeit... Man hat natürlich immer die Konfrontation mit sehr vielen Erwartungen von einem Umfeld, das natürlich auch Druck ausüben kann oder man kann diesem Druck erliegen. Und ich glaube, dass über das Leben hinweg, man hat ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Man kann immer nur einen Teil davon leben. Ja, man kann nie alles leben, was sich so anbietet. Und generell ist es so, dass es nicht nur immer eine Lebenslüge sein muss, sondern auch ein Arrangement, um vielleicht etwas weniger
konfliktreich durchs Leben zu gehen. Weil es kann ja, wie wir heute schon gehört haben, eine geoutete Person sich auf sehr viel Reibung im Umfeld einstellen. Und dann kann das sein, dass man sich vor dem schützen will und deswegen so lebt. Das ist quasi Sport, ja, und dann vielleicht sogar heimlich seine, ja, Neigungen, ja, nachgeht. Ne? Ja, genau. Aber als du dich damals quasi geoutet, ja, hast, das ging ja alles, glaube ich, Schlag auf Schlag. Also hätte, ja, die Lena das Brieferl nicht gefunden. Dann wären wir ein paar Monate später, ja, gewesen mit dem Outing. Aber, aha, es war schneller und unvorbereitet für mich. Aber hat es da der, ja, Ehemann schon gewusst? Ja. Okay. Ja, dem habe ich es relativ schnell gesagt, weil für mich das so eine klare Erkenntnis war, das ist es jetzt. Ja? Also ich will jetzt erstens, ja, diese, ja, Frau damals, und ich bin jetzt dort, wo ich, mhm, schon gespürt habe, dass ich hin will. Und mein Mann hat es ungefähr 2 Wochen vorher gewusst. Wir haben gerade darüber geredet, wie wir mit den Kindern darüber reden, weil für mich auch klar war, dass ich diese Beziehung nicht mehr in der gemeinsamen Haushaltsform aufrechtbehalten will. Und dann bist du dazwischen gekommen mit dem gefundenen Liebesbrief. Mhm. Und was für mich ganz spannend war, und das ist das, was du auch schon angesprochen worden ist, und das ist diese Überraschung, dass die Eltern sich trennen. Da ist der Grund in erster Linie mal nicht das große Thema. Die größte Angst meiner beiden, mhm, Töchter war, dass sie zerrissen werden. Also, dass die Scheidung oder die Trennung bedeutet, dass sie auseinandergerissen werden. Und wir konnten sie da ja sehr schnell beruhigen, weil das war ganz klar, dass wir erstens als Eltern gemeinsam weiterhin verantwortlich sein werden und dass sie niemals jetzt deswegen zerrissen werden. Und damit haben sie schon eine Angst, die plötzlich aufgetaucht ist, sehr schnell wieder loswerden können. Aber dann kam der Alltag, dann kam die neue, ja, Frau dazu, deine, ja, Lebensgefährtin, ja, quasi, die Freundin. Ja. Aber bevor wir darüber, ja, reden, würde mich, ja, interessieren, wie der Mann reagiert hat. Also im ersten Moment war er sehr beleidigt, weil er sich, glaube ich, ein bisschen eingerichtet gehabt hat. Wir waren schon länger, das haben die Kinder schon gespürt, nicht mehr sehr verbunden. Ja? Wir haben sehr für unser eigenes Leben gelebt, jeder hat ihrs und er auch seines gelebt. Und ich war schon länger müde aus dieser Beziehung und er eigentlich auch, aber er hat sich auch in dem eingerichtet gehabt, war ja auch praktisch, das einfach zu haben. Und ich glaube, deswegen war er gekränkt, dass er da so aus dem hinausgestoßen wird. Und natürlich war er auch gekränkt, weil, ja. In seiner Männlichkeit vielleicht? Vielleicht auch. Ich kann es so nicht, wir haben dann über das nicht so viel geredet, weil wir eher versucht haben, dann diese Partnerschaft. Weil ich glaube, Männer haben viel schneller diese Versagensängste und so, oder dass sie sich denken, ich habe oft drüber nachgedacht und denke mir, okay, es ist dann auch so der Zug so abgefahren. Ja? Mhm. Weil wenn ich mit einem Mann in Konkurrenz bin, der meine Frau mir ausspannt quasi, dann habe ich zumindest die Chance in dieser Konkurrenz, mhm, noch irgendwas. Das habe ich vorher gemeint. Ja, als kann ich noch kämpfen habe. Vielleicht. Ja, ne? Ja, kann man noch kämpfen, aber was soll er gegen eine Frau kämpfen? In dem Fall, ja. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, also sehr schnell für ihn klar war, dass es und dass man da vielleicht sogar eher Verständnis aufbringt, ne? Ja. Also wenn man den Partner für das gleiche Geschlecht quasi verlässt, mhm, und nicht für... Wobei wir eine Freundin erfahren haben, dass ihr Ehemann schwul ist, hat es mir im Anschluss auch gesagt, hätte er mich mit einer Frau betrogen, wäre ich böse gewesen. Mhm. Mein Mann, das finde ich jetzt okay. Sag ich ja. Da, ja, so habe ich nicht versagt. Dann, ja, ist einfach die Konkurrenz, ja, gar nicht, ja, da. Und unterschiedliche Motivationen. Genau. Ja. Mhm. Ja. Wie war dann der Alltag? Also die Lena hat schon gesagt, also sie hat Regeln aufgestellt, geküsst durfte nicht werden, also nicht vor den Freundinnen. Ja, und dann die Schule, ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht... Und du bist auch ein Mensch der Öffentlichkeit. Ich bin ein Mensch der Öffentlichkeit. Ich habe ja dann... mich vorbereitet auf ein öffentliches Outing, habe dann das meinen beiden Kindern vorher gesagt, bin auch vorher in die Schulen, mhm, also zu den Lehrerinnen gegangen, um das ein bisschen aufzubereiten, damit das Umfeld ein bisschen drüber wacht, genau so kann man das sagen. Mhm. Und da war die Lena schon weiter, da ist dann meine zweite Tochter sehr traurig geworden, dass das jetzt an die Öffentlichkeit geht und was das jetzt für sie bedeutet, also die hat sich auch schon gut hineingefunden gehabt. Und ist dann nach einem Wochenende beim Vater in die Schule gegangen, hat der ganzen Klasse von sich aus erzählt und hat dann mittags, wie sie heimgekommen ist, gesagt, so Mama, das ist für mich jetzt erledigt. Jetzt wissen sie eh alles, sind alle noch meine Freundinnen. Jetzt kannst du es in den Medien auch sagen. Mhm. Und das war ein wichtiger Schritt auch, dass sie es selbst in die Hand genommen hat. Rückblickend, würdest du es irgendwie anders machen? Also hast du dir dann oft gedacht, Mensch, hätte man euch sparen können? Nein. Nein. Also war schon gut, dass es du... Es war ein brutaler Schnitt, aber es war ein sehr ehrlicher Weg. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht ewig lang da herumlavieren und irgendwem irgendwas vormachen wollen. Eben mit sich, ja, im Reinen sein. Aber kennst du Frauen, in deinem Fall Frauen, die lieber verheiratet bleiben, eben weil sie der Familie keine Schande... Ich glaube, dass es wirklich eher ein Männerthema ist.
Also ich kenne viele Frauen, die aus Ehen gehen oder aus Beziehungen, aus Heterobeziehungen gehen und das dann auch sehr klar durchziehen. Aber das kann man nicht generalisieren. Es gibt da keine Statistik drüber, glaube ich nicht. Und das wäre irrelevant. Ich glaube, man hält das nicht lange aus. Wie man auch beim Martin gesagt hat, man wird irgendwann mal, kommt man in diese Depression und dann bricht man in irgendeiner Form aber auch dann aus. Mhm. Ja. Dann muss man aber auch ausbrechen, sonst geht man zugrunde dran eigentlich. Ja. Mir hat das sehr gut gefallen, was die Lena gesagt hat. Also diese Klischees, das Kategorisieren, das gefällt ihnen nicht, weil man verliebt sich in den Menschen. Mhm. Da sind wir wahrscheinlich, Dieter Schmutzer, noch sehr weit entfernt in der Gesellschaft, dass wir sagen, wir verlieben uns in den Menschen. Also da tun wir viel zu sehr schubladisieren. Aber mich würde jetzt interessieren, wie das mit der wahren Sexualität ist, ob die doch oft verheimlicht wird und wenn, ob sie dann immer zu Depressionen und anderen Angstzuständen und Krankheiten führt. Ganz kurz sozusagen sexualwissenschaftlicher Hinweis. Der gute alte Sigmund Freud, die Analyse, und das ist jetzt, sagen wir mal, 130 Jahre her, diese Erkenntnis, der gesagt hat, Menschen, also wir kommen als sexuelle Wesen zur Welt. Kindliche Sexualität ist anders als Erwachsene, aber wir sind sexuelle Wesen vom ersten Schrei weg. Und was auch so diese Annahme ist, dass jeder Mensch sozusagen als bisexuelles Wesen zur Welt kommt. Das heißt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, Menschen des eigenen und oder des anderen Geschlechts zu lieben, zu begehren, attraktiv zu finden. Warum dann sozusagen jemand heterosexuell wird, homosexuell wird, wissen wir nicht. Aber es gibt auch diese große Bandbreite. Und da sind wir wieder sozusagen bei der eigenen Sexualität, die ich ja nur über mich selber definieren kann, von ausschließlich Heterosexualität zu leben, also als Mann nur Beziehungen zu Frauen zu haben, auch nur Frauen interessant, begehrenswert zu finden, bis hin zu ausschließlich Homosexualität zu leben, zu 100% oder nahezu 100%, ist die ganze Bandbreite da. Und wir ordnen uns irgendwo ein. Und man wird natürlich nicht plötzlich lesbisch oder schwul, genauso wenig wie man aufwacht und sagt, ab heute bin ich heterosexuell, sondern wir nehmen auch Entwicklung an. Und es gibt, wenn ich jetzt sozusagen davon ausgehe, dass jeder von uns ihre eigene Sexualität hat und seine eigene sexuellen Wünsche, Bedürfnisse, wobei Sexualität weiter zu fassen ist als über Sex, dann haben wir mehr als nur eine Möglichkeit. Und das hängt von vielen, vielen, vielen verschiedenen Dingen ab, wie ich mich dann bewusst oder unbewusst entscheide. Und diese, dass man im Zuge einer Beziehung, ja, sagen wir mal Ehe, weil das so das Ursprungsthema ist, als Mann draufkomme oder mich sozusagen als Homosexualität oute, das kommt ja nicht von ungefähr. Es gibt viele Gründe. Zum einen, weil ich es mir selber versage. Zum anderen, weil ich es mir vielleicht nicht bewusst bin, dass ich diesen Anteil auch habe. Vielfach ist es natürlich so, dass wir gesellschaftlichen Normen und Zwängen entsprechen. Und Sie haben es gesagt, das muss keine Lebenslüge sein. Es kann auch eine sehr pragmatische Entscheidung sein. Ich lebe diesen einen Teil eher geheim für mich und muss ja nicht unbedingt drunter leiden. Aber ich genüge den Konventionen, weil ich dadurch ein angenehmeres Leben habe. Setzt aber voraus, damit es keine Lüge wird, dass ich den Partner oder die engste Umgebung irgendwie mit einbeziehe, weil sonst bleibt es Lüge. Aber man muss nochmal in die Praxis kommen. Viele erschrecken vielleicht von den homosexuellen Sehnsüchten. Also mag jetzt vielleicht ein Mensch zuschauen und ich sage bewusst ein Mensch, kann Mann, Frau sein, so, und schaut die Sendung und denkt sich eigentlich, ja, das ist es. Ich bin in Wirklichkeit gefangen in meiner Gefühlswelt und ich traue mich nicht dazu zu stehen. Was tun, wenn dem so ist? Ja, also das eine ist, es ist tatsächlich so, weil es hat sich zwar viel verändert, aber natürlich ist Homosexualität, wie andere Formen auch, nach wie vor ein Tabuthema und diese gesellschaftlichen Normen, Zwänge, Regeln, Vorurteile sind nach wie vor sehr stark da. Hat sich verändert. Heute ist es anders als vor 30, 40, 50 Jahren. Aber es ist immer noch stark da. Und dann hängt es halt sehr stark von der Gesellschaft ab, in der ich lebe. Also ich denke mal, eine liberale Großstadt-Szene ist anders als irgendwo am Land in einem erzkatholischen oder wie auch immer kleinen Gemeinde. Ich glaube,
Also das eine ist, wo man denkt, und wir haben ja immer wieder solche Sendungen, dass wir Mut machen, zu zeigen, das sind Menschen, die ganz normal sind, die irgendwie nicht außergewöhnlich sind und exotisch und schrill. Wäre im Übrigen auch so ein Vorurteil, nicht wahr? Dass es gibt heterosexuelle und homosexuelle Menschen, die blöd und schier sind und schön und gescheit. Also es gibt alles. Das heißt, also ein bisschen weg von diesen Vorteilen und auch wirklich immer wieder Bilder präsentieren, die anderen Mut machen, wo ich sage, das eine ist, wenn ich für mich einmal entscheiden kann oder entschließen kann. Das ist immer das Erste. Ich muss für mich wissen, wo gehöre ich hin. Okay, ich ziehe es in Betracht und überlege mir, wenn ich in der Lage bin, das überhaupt denkmöglich für mich zu machen, dann wird es oftmals brauchen, wirklich Ermunterung, Ermutigung durch Sendungen, es gibt ja Gott sei Dank Gruppen. Ja. Und vor allem, das ist das Wichtigste, auch wenn es nur ein oder zwei Menschen sind, ich brauche in meiner Umgebung irgendjemanden, dem ich mich anvertrauen kann, damit diese Last und diese Enge, in der ich bin, abfällt. So, und was macht man jetzt, wenn es der eigene Partner ist? Der sagt, pass auf. Also die Problematik ist, ich werde nicht umhin können, das dem eigenen Partner, der Partnerin sagen zu können. Was ich gut verstehe, und das muss man jetzt auch konzidieren, ist, dass der Partner, dem ich das sage, oder die Partnerin, nicht sagt, holla, der Reitelieu, Gott sei Dank, ja, sondern es heißt ja, es bricht ein ganzer Lebensentwurf zusammen. Ja, ja. Wir haben gemeinsam Pläne gemacht, wir haben Vorstellungen entwickelt. Es ist von einem Tag auf den anderen alles anders. Und ich sage halt einfach, wenn es darum geht, dass ich einen Menschen, den ich, sagen wir mal, geheiratet habe, den habe ich ja hoffentlich geheiratet, weil da sowas wie Liebe da war, ne? Dass ich lerne, mit meiner Enttäuschung umzugehen. Ich darf sogar böse sein, gekränkt sein. Ja, darf ich alles. Aber zu sagen, das, was uns ursprünglich verbunden hat, ist deswegen nicht weg. Also zusammenfassend, man soll zu sich stehen und mit sich selbst ins Reine kommen. Dankeschön. Das ist schön. Lieber Dieter. Gerne. So, wir sind am Ende einer sehr spannenden Sendung und ich entlasse Sie in den frühen Abend mit einem sehr schönen Satz, nämlich einen Menschen zu lieben heißt, ihn so anzunehmen, wie er ist. Baba. Sie halten nichts vom Jugendwahn, brauchen Sie auch nicht, denn Sie sind selbstbewusst und finden, ich darf so alt ausschauen, wie ich bin. Dann sind Sie genau richtig bei Barbara. Anrufen und mittalken.